Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm-LP, beziehungsweise es ist keine neue Aufnahmesession, denn es ist ein Infovideo. Genauer gesagt ein Infovideo, was zum größten Teil eigentlich über FIFA gehen soll und währenddessen seht ihr ein paar Gameplays aus der Demo von mir, von zwei Spielen, vielleicht auch noch ein paar mehr, ich weiß nicht, mal gucken, was ich noch dranhänge, wenn es länger dauert. Geht es hier um, sag mal kurz die Inhaltsangabe, worum es hier in dem Ganzen gehen wird. Einmal um FIFA 16, was da kommen wird. Uncharted, The Nathan Drake Collection, The Last of Us, Assassin's Creed Revelations und 3, GTA 5 und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ja, fangen wir mit FIFA 16 an. Ja, da habe ich vor, nämlich Karrieremodus ein wenig was zu machen. Und zwar habe ich da auch schon, wie gesagt, zwei Teams favorisiert, die ich nehmen würde. Und zwar Real Madrid und Paris Saint-Germain. Ich tendiere aber gerade zu Paris Saint-Germain, weil halt Real Madrid irgendwie so ein Team ist, das nimmt halt immer jeder. Beziehungsweise jetzt nicht im Karrieremodus, aber generell so, wenn man online spielt oder so, weißt du, dann ist Ronaldo drin, man ist das Biest hoch 3, weil jeder kann damit spielen. Obwohl Real Madrid eigentlich meine Lieblingsmannschaft ist, habe ich aber kein Problem, auch mal mit Paris Saint-Germain Karrieremodus zu machen. Denn da spielt zum Beispiel Marco Verratti, den ich sehr toll finde. Und noch viele andere gute Spieler. Also ich finde da gut, also David Luiz, Thiago Silva spielen damit. Verratti, wie gesagt, der einer meiner lieblingszentralen Mittelfeldspieler sind, neben Kroos. Und ja, neben Kroos, Götze und James Rodriguez, genau, den habe ich vergessen. Wie gesagt, Di Maria spielt da mit, Matuidi spielt mit, Pastore ist auch nicht schlecht, Lavezzi auch nicht schlecht, wie gesagt, Cavani, Superstürmer, super Stoßstürmer vor allem, Ibrahimovic natürlich das einzige Makel, ich hasse Ibrahimovic, also als FIFA, ne, in FIFA natürlich, ja, im richtigen Fußball will ich keine Meinung erlauben, aber in FIFA ist er nicht nur mein Spieler. Deswegen werde ich den auch wahrscheinlich verkaufen. Haben mir dann schon ein paar Transfers überlegt. Haben mir da schon mal eine Liste gemacht, was man da alles machen kann. In welchen Positionen da man sich verbessern könnte. Und genau, und deswegen habe ich da schon mal ein paar Ansätze, schon mal, wen ich mir alles holen will. Ich auf jeden Fall, wen ich mal gucken will. Wo ich mal gucken will und so. Und ja, wir haben heute Mittwoch und es wird auch wahrscheinlich noch am Mittwoch veröffentlicht, das Video. Deswegen wird es. Also heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, der 24. Morgen kommt das Spiel raus, FIFA 16, und morgen kaufe ich mir dann auch direkt im Laden und werde dann Karrieremodus machen. Ja, natürlich könnt ihr auch noch da mitentscheiden, also ob ich jetzt Real nehme, weil Real ist halt meine absolute Lieblingsmannschaft. Da könnt ihr natürlich auch mitentscheiden, aber jetzt auf die Schnelle, ich habe das Infovideo leider nicht früher hinbekommen, da ich ja noch mit der Schule ziemlich viel zu tun habe, viele Klausuren geschrieben oder ein paar Klausuren geschrieben in letzter Zeit, nicht so viel Zeit gehabt und deswegen, ich muss ja auch noch ein bisschen hier die CC-Szenen zusammenschneiden etc. und deswegen, naja, hat leider nicht ganz so funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, was ich da nehmen kann, ich hatte auch Manchester City gedacht, Chelsea, ja, was ich da hätte nehmen können. Aber Bayern hätte ich auch nehmen können, theoretisch, oder, ja. Aber ich habe mich da für Real Madrid oder Paris Saint-Germain entschieden. Allerdings würde ich lieber Paris Saint-Germain nehmen, weil, wie gesagt, da muss man auch noch ein bisschen mehr investieren und mehr Arbeit reinstecken, weil Real, ganz ehrlich, die haben einen richtig krassen Kader. Zwar keinen Top-Kader, allerdings auf der Reservebank sind da krasse Spieler, ne? Deswegen ist das alles kein Problem, denke ich. Und halt bei Paris Saint-Germain, da ist es noch einiges zu tätigen und da sind manche Positionen echt schlecht besetzt. Deswegen wäre das eigentlich ganz cool. Dann natürlich kommen wir zum nächsten Punkt, Uncharted. Ja, 9. Oktober ist es soweit, dann kommt das Spiel raus, zumindest im PSN-Store. Und ich habe es im PSN-Store vorbestellt. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich ein paar Tage früher bekommen und dann schon aufnehmen. Aber ich denke, wegen Content-ID-Treffer etc., also den ganzen Shit, werde ich es erst am 9. hochladen, am 9. Oktober. Ja, also außerdem habe ich ja eine Bambusleitung und muss das erst noch runterladen, ja. Also wahrscheinlich so ab dem 2. oder 3. oder 4. Oktober.
kann ich es dann runterladen. Vielleicht auch erst den 6., keine Ahnung. Und am 9. Oktober ist es dann offiziell raus. Und dann kann ich es wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher spielen. Und dann werde ich es auch schon aufnehmen und dann halt auch dann erst ab dem 9. dann hochladen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich keine PS3 hatte, deswegen diese Spiele nie richtig gespielt habe, sondern nur die Let's Plays gesehen habe und ich fand die schon immer richtig geil, würde ich immer richtig gern spielen und jetzt kommen sie für PS4 aus, verbesserte Grafik, alles cool und deswegen macht das umso mehr Spaß. Ja, und außerdem haben wir Herbstferien, da habe ich viel frei und kann da schön was machen, ja. Ansonsten kommen wir zum nächsten Punkt. Oder machen wir weiter mit The Last of Us. Ja, das kommt wahrscheinlich nach Uncharted, hatte ich mir gedacht, nach den drei Spielen Uncharted 1, 2, 3. Dachte ich mir, Last of Us Remastered. Ja, ist Game of the Year 2013 geworden, ja. Ganz klar, auch wahrscheinlich zu verdient. Also ich habe es nie ganz gesehen, auch nie ganz durchgespielt, weil, wie gesagt, ich hatte keine PS3 und jetzt habe ich für PS4. Beziehungsweise ich habe schon länger für PS4, nur ich habe es bisher nie gespielt. Eigentlich Schande über mich. Deswegen habe ich mir gedacht, ihr könnt es ja mal aufnehmen. Wahrscheinlich, wie gesagt, nach Uncharted. Und habe ich richtig Bock drauf. Außerdem habe ich es nicht gekauft, sondern ich habe es gewonnen im YouTube-Gewinnspiel. Ja, ich habe auch mal was gewonnen. Kaum zu glauben. Schon ein bisschen her, deswegen tut mir leid. Also eigentlich wollte ich das Projekt auch schon früher machen, hatte aber irgendwie nie Lust, noch irgendwas aufzunehmen oder sonst irgendwas zu machen und habe dann nur Assassin's Creed immer nur gemacht. Deswegen schon mal Dank an The Combo Clash nochmal, also falls du das siehst, wahrscheinlich eher nicht. Vielen Dank, dass ich das nochmal gewonnen habe. War auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, Verlinkung ist in der Beschreibung oder vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, noch im Video ist auch vielleicht eine Verlinkung zum Channel. Österreichischer Channel, ziemlich cool. Ja. Warum ist jetzt? Ja, ich habe gesagt, ich hatte halt viel zu tun und so, beziehungsweise ich konnte mich auch nicht irgendwie aufraffen, das zu machen. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu Assassin's Creed. Und zwar Assassin's Creed Revelations habe ich die Story schon durch aufgenommen. Genauso wie das Verlorene Archiv, das DLC, das Singleplayer-DLC. Habe ich beides schon aufgenommen, beides kommentiert. Das Hauptspiel, also die Hauptstory, ist schon gerendert. Die muss nur noch hochgeladen werden und veröffentlicht werden. Wie gesagt, das Verlorene Archiv muss noch gerendert werden und dann kann es ja erst hochgeladen werden. Das Hauptspiel, die Hauptstory hat genau 50 Parts, kann ich euch schon mal sagen. Ja, und so, und ich denke mal, in den Herbstferien werde ich auch ein bisschen AC3 aufnehmen, inklusive DLCs natürlich, also die Singleplayer-DLCs natürlich. Ende auf jedenfalls cool, Gedanken dazu, also was ich da vom Ende finde, etc., noch ein paar Gedanken, was so, was ich über AC und so denke und so, ist in dem Ende, in dem Abspann habe ich da ein bisschen erzählt. Freut euch drauf und dann zum letzten Punkt, GTA 5. Es gibt eine mögliche Weiterführung des Projekts in diesem Jahr noch oder vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, je nachdem. Denn ich werde es mir wahrscheinlich für PS4 holen und ich hatte ja zwischenzeitlich die Lust dran verloren, aber jetzt habe ich irgendwie Lust drauf und ich habe jetzt aber keine Lust, da weiterzumachen auf der Xbox 360. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann hole ich es mir wahrscheinlich für PS4. Und spielt es dann da, LPs dann da nochmal. Ich weiß noch nicht, ob ich es von vorne ist, LP, oder erst später. Erst später einsteige, sozusagen an dem Punkt, wo ich aufgehört habe. Das wird aber vielleicht problematisch, keine Ahnung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, ansonsten kommentiert und abonniert. Vielleicht teilt ihr es noch auf sozialen Netzwerken. Auf jeden Fall freut euch. Morgen am Donnerstag kommt schon wahrscheinlich das erste FIFA-Video raus. Wenn ich schaffe, ich hoffe, ich werde alles dran setzen. Ich habe jetzt eigentlich schon alle Klausuren geschrieben, bis auf BWL. Das schreibe ich jetzt noch am letzten Tag vor den Ferien. Ja, denke ich mir auch. Fett. Naja, was soll man machen? Sind halt Lehrer. Ansonsten, kann ich nur noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.